Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ja, in der letzten Folge wurden wir in der großen Chronik eingetragen. Und ja, es bleibt eigentlich nur noch offen, dass wir noch mit Vikar Gadein sprechen müssen. Die Zeit ist für mich gekommen, nach Necrom zurückzukehren und meine Mission für die Abtei abzuschließen. Wenn ich dem Abt das Fulcrum Obscura präsentiere, hätte ich euch gerne an meiner Seite. An unserer Seite. Leramil will auch mitkommen. Ist das nicht schön? Das Thema hatten wir ja schon ein paar Mal. Ich werde euch begleiten, Gadein. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich weiß es zu schätzen. Außerdem will ich den Abt wissen lassen, was ihr getan habt. Ihr habt Nirn sowie Apokrypha durch eure Taten bewahrt. Habt ihr übrigens Torvesat gefunden? Leramil kann kaum erwarten, davon zu erfahren, was geschehen ist. Torvesat öffnete die Glyphik und kam davon. Es besteht zwar noch eine Gefahr, doch Mora meinte, sie wäre nicht mehr unmittelbar bedrohend. Nun gut. Mittelbar drohend ist besser als unmittelbar drohend. Falls der Fürst des Schicksals euch braucht, kann er euch in Nirn ebenso leicht wie in Apokrypha finden. Ich bin mir sicher, dass mehr dahinter steckt, doch das ist eure Angelegenheit. Ich überlasse sie euch und Leramil. Ich treffe euch in Necrom, Gadein. Ich muss darüber nachdenken, was die schönsten Orte der Nekropole sind, die ich Leramil zeigen kann. Sie will alles sehen. Wir treffen euch in Necrom, meine Freundin, an der Nekropole. Nun will Leramil also eine Führung durch die Katakomben, was? Ja, sie hat darauf bestanden, dass... Ein Augenblick. Macht ihr euch über mich lustig? Leramil ist jemand Besonderes, wie ihr sicher schon wisst. Wir sind nur Freunde, glaube ich. Oh, ich weiß nicht, was ich da sage. Wir treffen uns in Necrom wieder. Das ist so süß. Da die unmittelbare Gefahr nun vorüber ist, hätte ich gern einen Rundgang durch eure Katakomben. Ja, wirklich? Wir treffen euch in Necrom, meine Freundin. Ja, ich wollte unbedingt mit euch reden, aber jetzt ist alles egal. Jetzt kann ich in diese wunderschönen Augen von meiner eventuell zukünftigen Freundin schauen. Und jetzt seid ihr für mich sowieso nicht mehr existent. Ich finde das irgendwie total niedlich, wie er sich da so um sie kümmert. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns in Necrom. Da sind wir. Vikar Gadein hat mich gebeten, auf euch zu achten. Er wartet auf euch hinter der Tür im Osten. Ja, das ist schön, aber meine Aufmerksamkeit wurde von diesem Buch hier gerade angezogen. Über den Beitritt zu den Hütern der Toten. Falsche Taste. Könnt ihr euch gerne durchlesen, gehört jetzt nicht so direkt zur Quest, deswegen sparen wir uns das jetzt mal ein bisschen auf. So, durch diese Tür hier, ne? Kann man hier, ne, hier kann man nichts einsammeln. Gut gemacht, WK. Da das heilige Relikt geborgen ist, denke ich, dass die Nekropole sicher wieder eröffnet werden kann. Warum sprecht ihr jetzt nicht ein paar Worte über euer Abenteuer? Ein paar Worte? Ich? Ja, wer sonst? Der Abt bestand auf einer sofortigen Rückkehr des Relikts, meine Freundin. Entschuldigt, dass ihr einen Teil der Zeremonie verpasst habt. Doch nun will er, dass ich eine Ansprache halte? Ich würde lieber mit euch nach Apokrypha zurückkehren und mich einer Horde verdorbener Lauerer stellen. Lasst euer Herz sprechen, wenn ihr euch an die Menge wendet. Ihr schafft das, Gadein. Genau, ich werde mein Herz sprechen lassen. Bis zum Ende hilfreich. So seid ihr. Nun, dann kann ich es auch hinter mich bringen. Oh, während ich meine Gedanken sammle. Leramil will mit euch sprechen. Ihr schafft das, Gadein. Da wir einen Augenblick Zeit haben, erzählt mir doch, was am prismatischen Irisstrand geschehen ist. Torvesat öffnete die Glyphik der verlorenen Erinnerungen. Ich habe das Geheimnis auch miterlebt. Ich verstehe. Könnt ihr darüber sprechen, was die Glyphik enthielt? Mora tilgte die Erinnerungen an eine andere dädrische Fürstin aus der Existenz, Itelia, die Fürstin der Pfade. Eine vergessene dädrische Fürstin? Nur der Wissende hätte so etwas so lange geheim halten können. Gibt es sonst noch etwas, was ich wissen sollte, Entsandte? Torvesat ist nicht klanglos. Er ist ein Agent der vergessenen Fürstin. Er will die letzte Glyphik finden.
Dann bin ich mir sicher, dass Hermaeus Mora sich wieder an uns wenden wird, wenn die Zeit kommt. Ihr seid immer noch die Schicksalserwählte und ich eure Führerin. Doch die Wirklichkeit scheint fürs Erste zu halten. Ich glaube, wir haben genug Zeit, um uns zu erholen, um nachzudenken, um Gadein zuzuhören. Gut, dann wollen wir einmal hören, was Vicar Gadein der Versammlung sagen wird. Wenn es eine drohende Gefahr gäbe, würde Hermaeus Mora uns rufen. Fürs Erste solltet ihr eure Siege genießen, Entsandte. Ihr habt dädrischen Fürsten die Stirn geboten und Apokrypha wie Nirn gerettet. Nehmt dies als Dank des Wissenden und als Zeichen der Freundschaft von mir. Wir erhalten ein Kostüm Schicksalsseher und einen Fertigkeitspunkt. Setzt euer Leben fort, Entsandte. Sobald Hermaeus Mora uns braucht, um die Jagd wieder aufzunehmen, gebe ich Bescheid. Bis dahin glaube ich, dass ich eine Weile hier in Nekrom bleiben werde, um die Buchbinderei wieder aufzubauen, die Nekropole zu erkunden, wie Vicar Gadein besser kennenzulernen. Also, Lehrer Miel, ihr und Gadein? Werdet erwachsen, Entsandte. Ich bin mehr als 100 Jahre alt. Jung für eine Altmär. Aber ich hatte durchaus schon romantische Erfahrungen. Ich finde den Vicar faszinierend. Ich möchte mir die Zeit nehmen, ihn besser kennenzulernen, um zu sehen, wohin das führen könnte. Natürlich, Lehrer Miel. Seid ihr euch sicher, dass wir hier fertig sind? Torvesat sucht immer noch die dritte Glyphik. Ja, doch er verfügt nicht mehr über die Mittel von Vermina und Periite. Er hat sie benutzt und sie werden ihn das nicht so schnell vergessen lassen. Selbst mit seinen vielen Fähigkeiten wird er Zeit brauchen, um zu planen, ehe er einen weiteren Angriff auf Apokrypha unternimmt. Doch er wird es wieder versuchen, oder? Er will den Rest der Erinnerungen bergen. Ich gehe davon aus, genau wie der Wissende, weshalb ihr auch immer noch an seinen Vertrag gebunden seid und ich mich bereit halte, um euch zu helfen. Doch das ist eine Sorge für morgen. Ich gebe Bescheid, sobald die Schicksalsfäden, die uns verbinden, wieder zusammenlaufen. Lasst es euch gut gehen, Entsandte. Leb wohl. Lasst euer Herz sprechen, Gadein. In Ordnung. Danke, Lehrer Miel. Der Abt hat mich gebeten, von meinen Abenteuern zu erzählen. Wie ich das heilige Relikt geborgen und die Nekropole gerettet habe. Ich hätte das nicht ohne die Vorkämpferin des Schicksals geschafft. Ich bin stolz, sie meine Freundin nennen zu können. Dank ihr haben wir das Relikt, Nirn und die ganze Wirklichkeit gerettet. Ein Hoch auf die Vorkämpferin des Schicksals. Ein Hoch auf meine Freundin. Gut gesagt, Gadein. Danke, Lehrer Miel. Ich hätte auch nichts davon ohne euch geschafft. Gadein. So. Ja, das war dann jetzt leider doch nicht so lange, wie ich gedacht hatte. Normalerweise denke ich immer, es ist aus und dann kommt da noch so eine kleine Quest danach und die dauert dann auch wieder so 20 Minuten. Das war ganz offensichtlich jetzt hier leider nicht der Fall. Dann würde ich sagen, dass wir hier ja von dem hier direkt in die in den Prolog zu Golden Roads, dem neuen Kapitel, was jetzt faktisch morgen, also am 3., beziehungsweise wenn ihr diese Folge beim Erscheinen seht, wäre es dann heute, nämlich am 3.6. kommt das Ganze raus und ja, wir springen einfach mal direkt in die neue Quest rein. Und zwar findet ihr diese wie immer, wenn ihr auf den Kronenshop klickt, auf Quests klickt, auf Prologe und dann ganz nach unten scrollt. Da findet ihr die Prolog-Quest Gefangene des Schicksals. Ja, und die Quest finden wir hier in Eldenwurz, also im Gratwald, vielen im Unterschlupf. Dank für das Echonier. Wir werden dieses Relikt brauchen. Da wir von Relikten sprechen. Diebe haben einen alten Stab aus der Grube der Eidgeschworenen gestohlen. In der Tat. Wie drangen meine ungeladenen Gäste in den Schleier des Aufruhrs ein? Ich bin verwundert. Gute Orks sind gestorben. Ich bin nicht verwundert. Ich bin wütend. Das glaube ich.
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid, Entsandte. Ich fürchte, unsere Ruhepause hat ihr Ende erreicht. Wir haben Apokrypha vor Vermina und Periite gerettet. Doch es scheint, als hätte Torvesaat einen neuen Plan. Hermeus Mora braucht euch wieder. Ein neuer Plan? Was meint ihr? Torvesaat möchte nach Mythos, dem Herzen von Apokrypha, zurückkehren. Er hat vor, Itelia wiederherzustellen, jene dädrische Fürstin, der er einst diente. Er hat bereits 2 Glyphika geöffnet, um ihrer Erinnerung neues Leben einzuhauchen. Er darf die letzte Glyphik nicht öffnen. Ich dachte, Torvesaat konnte nicht zurück nach Mythos. Torvesaat kann sich den Zugang zu Mythos nicht gegen Moras Willen erzwingen. Doch Mora kann seine Bewegungen nicht wahrnehmen. Es mag einen Weg für Torvesaat geben, Moras Verbot zu umgehen und das Gewölbe der Glyphik zu erreichen. Hier, nehmt das Echonier. Ihr werdet es brauchen. Was genau ist das? Ein Relikt, das Hermeus Mora selbst schmiedete. Das Echonier kann distinkte Fokusse korporalisieren. Das heißt, es kann Echos vergangener Ereignisse in Verbindung mit der vergessenen Fürstin enthüllen. Vor langer Zeit getroffene Entscheidungen bedrohen derzeit unsere Welt. Das Echonier kann uns helfen, sie zu verstehen. Wie setze ich das Echonier ein? Wenn ihr an einen Ort kommt, der mit Fürstin Itelia zu tun hat, haltet ihr das Echonier hoch, um nachklingende Erinnerungen hervorzulocken und sie euch anzusehen. Ihr müsst vielleicht auch Schicksalsfäden wahrnehmen können, so wie ich das vermag. Ich habe einen Zauber dafür. Warum müssen wir Torvesaat davon abhalten, sich an Fürstin Itelia zu erinnern? Weil Hermeus Mora vorgesehen hat, dass eine wiederhergestellte Fürstin Itelia die Grundfesten der Wirklichkeit selbst bedroht, sowie Apokrypha, Nirn und die gesamte Existenz gefährdet. Der Wissende braucht sterbliche Hilfe, um die Katastrophe abzuwenden. Nun gut, wo fangen wir an? Hermeus Mora kann Torvesaat nicht sehen, doch er kann die Fäden des Schicksals spüren, die Torvesaats Wirken stört. Die Fäden zerfasern in Gradwald, Schnittermark und Steinfälle. Ich werde ein Portal an jeden dieser Orte öffnen. Wählt eines aus und wir gehen hindurch. Wie konnten denn alle eine dädrische Fürstin vergessen? Och nee, jetzt wird nochmal alles erklärt. Hermeus Mora berührte jeden Geist, bei sterblichen wie unsterblichen Geschöpfen gleichermaßen, und löschte alle Erinnerung an Itelia aus. Sein Werk war allerdings unvollkommen. Einige wenige spürten, dass ihnen etwas genommen worden war, und er konnte nicht die eigene Erinnerung an sein Wirken auslöschen. Wer war Itelia? Haben wir nur gerade gesagt. Was ist dir zugestoßen? Torvesaat nennt Itelia die dädrische Fürstin der Pfade. Die Herren der unbereisten Straße. Die Schicksalsformerin. Ihr seid genauso schlau wie ich, wenn es darum geht, was das alles bedeuten soll, Entsandte. Was ihr Schicksal anbelangt, so vermute ich, dass dieses Geheimnis in der letzten Glyphik weggeschlossen wurde. Ja, ich vermute, wir müssen uns alles, was wir jetzt gerade erlebt haben, beziehungsweise in den letzten Folgen nochmal anhören, weil sonst, ich gehe mal davon aus, die Portale nicht geöffnet werden. Wie konnte Torvesaat sich an sie erinnern, wenn alle anderen sie vergessen hatten? Torvesaat meinte, er wurde von Träumen gequält, an die er sich nur in Teilen erinnern konnte. Eine seltsame Sache, denn Daedra träumen nicht, wie wir Sterbliche es tun. Das Gefühl eines unbestimmten Verlusts trieb ihn dazu, nach Antworten zu suchen. Diese Suche führte ihn schließlich nach Apokrypha. Ich wette fast, das ist die gleiche Aufnahme, die wir vorher schon mal in einer Folge gehört haben, weil das sind, glaube ich, genau die gleichen Worte. Erzählt mir von Torvesaat. Torvesaat ist ein clanloser Dremora, der sich mit unterschiedlichen dädrischen Fürsten verbündet. Als wir ihn in Nekrom trafen, arbeitete er mit Vermina und Periite zusammen, um ein in Apokrypha verborgenes Geheimnis freizulegen. Inzwischen erinnert er sich, dass er einst Itelia diente. Ihr sagte, Torvesaat habe schon 2 Glyphika geöffnet? Ja. In der ersten steckte das Geheimnis, dass Hermeus Mora eine Erinnerung aus ganz Nirn und dem Reich des Vergessens ausgelöscht hatte. Die 2. Glyphik offenbarte die Erinnerung, dass es einst eine dädrische Fürstin namens Itelia gab. Eine Fürstin, der Torvesaat ehedem gedient hatte. Wo ist die 3. Glyphik denn?
Sie liegt verborgen in einem Gewölbe von Mythos, dem Herzen von Apokrypha. Es entgegen des Willens von Hameus Mora zu erreichen, sollte unmöglich sein. Doch Torvesaat hat es schon zweimal geschafft. Mora nannte ihn den Ungesehenen. Irgendwie kann Torvesaat seinem Blick entgehen. Warum nennt ihr mich Entsandte? Weil ihr das Mal von Hameus Mora tragt. Er hat euch auserwählt, um als Champion des Schicksals zu dienen. Als seine Agentin auf der Ebene der Sterblichen. Und vielleicht auch jenseits davon. Ihr könnt an Orten handeln, an denen der Wissende nicht unmittelbar einzugreifen vermag. Genau wie ich es kann. Wann hat Hameus Mora mich gezeichnet? Mit Unterzeichnung des Vertrags habt ihr eingewilligt, als sterbliche Agentin des Schicksals zu fungieren. Keine Sorge, Hameus Mora hat kein Interesse an eurer Seele. Ich unterschrieb vor langer Zeit einen ähnlichen Vertrag, als Mora erkannte, dass ich Schicksalsfäden wahrnehmen kann. Warum habt ihr die Fähigkeit, Schicksalsfäden zu sehen, nicht schon vorher geteilt? Das ist endlich mal eine neue Frage. Ihr brauchtet solch eine Gabe bei unserer letzten Begegnung nicht. Und Hameus Mora trug mir ausdrücklich auf, ich solle sie erst teilen, wenn es an der Zeit ist. Die Zeit ist laut Mora nun gekommen. Der Wissende kann manchmal undurchschaubar sein. Oh, so undurchschaubar finde ich den ehrlich gesagt gar nicht. Moment, Stein. Ich wollte gerade sagen, hatte sie nicht gesagt, das sind verschiedene Portale? Schnittermark. Oh, was haben wir denn hier? Brief von Lehrer Miel der Weisen. Gameplayerin. Oder ist für mich, einmal mehr hat Hameus Mora euch gerufen, um als Entsandte des Schicksals zu dienen. Der Dremora Torvesaat will ein Geheimnis in den Tiefen von Apokrypha freilegen. Doch falls er erfolgreich ist, könne die Wirklichkeit selbst in Gefahr sein. Der Herr der Geheimnisse sieht voran, dass wir Torvesaat allein durch eure Hilfe von dessen unbesonnenen Pfad abbringen können. Trefft mich in der Hauptstadt eurer Allianz und ich werde erklären, was ihr tun müsst. Lehrer Miel die Weise. Ja, dann gehen wir mal nach Gradfall. So, da müssen wir hin, okay. Eine Aileiden-Ruine? Interessant. Könnt ihr die Schicksalsfäden erkennen? Die Fäden zeigen Torvesaats Spur. Wo ist sie denn? Ihnen. Ich suche die Umgebung nach anderen verborgenen Zeichen ab. Ja. Also wer das genauso wenig wie ich jetzt gerade verstanden hat, oder noch weniger, es sind wohl irgendwelche Schicksalsfäden hier, das sind wahrscheinlich diese grünen hier. Und sie sucht die Umgebung nach irgendetwas ab. Das habe ich akustisch nicht ganz verstanden. Sieh einer an. Huch. Vielleicht wendet sich mein Glück doch zum Besseren. Nö. Ich denke nicht. Das erstens ist kein Questzeichen über deinem Kopf und zweitens habe ich hier gerade was zu tun. Tut mir leid. Oder? Ja, oder muss ich jetzt doch mit dem... Moment. Nee, das ist hier. Moment. Abgesehen davon, dass er jetzt zweimal vorhanden ist. Das sieht ja mal richtig geil aus. Ja, eure Quests sind toll. Ja, sie sind in der Regel auch immer wieder verbuggt. Also es tut mir leid, aber das ist leider so ein Problemchen hier bei, bei Teso. Ach, wenn das nicht die Freundin meiner Schwester Eveli ist. Ach, ist schön, das? Schön, euch zu sehen. Ich stehe gerade vor einem Rätsel, das fast so verworren ist wie die Sache mit der erwachenden Flamme. Ich spüre einer Gruppe von Unruhestiftern nach, die sich die Rückbesinnung nennt. Ihr seid nicht zufällig auch auf ihrer Spur, oder? Triggert das noch jemanden, dass seine linken Augenbrauen anscheinend irgendwie abrasiert sind oder wesentlich heller sind als hier auf der Seite? Sieht so ein bisschen unförmig aus. Ich bin nicht sicher. Was könnt ihr mir über die Rückbesinnung erzählen? Nee, fragen wir erstmal Beragon. Was macht ihr hier? Ich schätze, diese Sache mit dem Kult der erwachenden Flamme und Kaiser Leowigs Ältestenrat hat mich aus dem Ruhestand geholt. Mhm. Als die Rückbesinnung auftauchte, begannen Leute zu verschwinden. Da beschloss ich, die Feder wieder mit meinen Waffen zu ersetzen. Wie steht es mit Evely Scharfeil? Ist sie auch hier? Meine kleine Schwester erlebt eigene Abenteuer. Ehrlich gesagt habe ich den Überblick über ihr Kommen und Gehen verloren.
Ich glaube, das dürfen wir euch anlasten, meine Freundin. Euer Vorbild hat sie dazu inspiriert, nach Vorgängen zu suchen, die umherwandernde Abenteurer erfordern. Was könnt ihr mir über die Rückbesinnung erzählen? Sie sind ein schwer zu fassender Haufen. Eine Mischung aus Geheimgesellschaft, Söldnerkompanie und Kult. Ich habe von Leuten gehört, die verschwunden sind, und ich glaube, dass die Rückbesinnung daran beteiligt ist. Wenn ihr nicht der Rückbesinnung nachjagt, warum seid ihr dann hier? Ich suche nach einem Dremora namens Torvesaat. Gefährliche Beute. Doch ihr seht aus wie jemand, die weiß, was sie tut. Es ist seltsam, dass meine Verfolgung der Rückbesinnung und eure Jagd nach diesem Torvesaat uns beide zu diesen alten Ruinen geführt haben. Doch das bringt mich auf eine Idee. Zusammenarbeiten? Was schwebt euch vor? Ich schlage vor, wir arbeiten zusammen. Es sind mehr von der Rückbesinnung hier, als ich allein bezwingen könnte. Doch vielleicht finden wir gemeinsam ein paar Antworten. Wir können herausfinden, warum sie am Reliquiar der Sterne interessiert sind, während wir nach diesem flüchtigen Dremora suchen. Nun gut, gehen wir hinein. Ich habe einen Magier der Rückbesinnung belauscht, als er einen verborgenen Schrein in den Ruinen erwähnte. Etwas über einen Wasserfall in den Fleischgärten. Kein besonders angenehmer Name, doch vielleicht sollten wir dort anfangen. Er liegt irgendwo im Norden. Könnt ihr mir mehr über die Rückbesinnung erzählen? Es scheint die Wiederbelebung eines uralten Aileiden-Kults zu sein. Oder vielleicht eine Art Kriegerorden, der von den Aileiden inspiriert ist. In ihren Rängen sind viele Waldelfen, muss ich leider sagen. Es ist seltsam. Ich hatte bis vor wenigen Monaten noch nicht von ihr gehört. Was führte dazu, dass ihr ihr nachgegangen seid? Ich hörte Gerüchte über Gruppen der Rückbesinnung, die in Aileiden-Ruinen in den Westauen herumstöbern. Und zur gleichen Zeit begannen Leute zu verschwinden, einschließlich einiger, die ich kannte. Ich kann nicht sagen, ob sie entführt wurden oder angeworben. Was ist das für ein Ort? Man nennt es das Reliquiar der Sterne, ein altes Aileiden-Archiv. Die Forscher der Magiergilde hier sagen, Magika ströme durch seine Wände. Sie sind so beschäftigt mit ihren Studien, um auf die Späher der Rückbesinnung zu achten, die sich ins Reliquiar schleichen. Ja, das ist immer schlecht, wenn man sowas nicht mitbekommt. Durchsucht die Ruinen, untersucht Orte. Durchsucht die Ruinen. Achso, das ist sucht Stein in Steinfälle. Okay. Dann müssen wir aber einmal dahinter. Und hier. Angeknackste Eicheln. Mir gefällt nicht, wie diese Statuen aussehen. Passt auf, wo ihr hintretet, meine Freundin. Ja, aber es scheint sich ja nicht wirklich was verändert zu haben. Die Statuen sind immer noch wie vorher auch. Die Gegner hier scheinen auch die gleichen zu sein. Seht, ist da eine Tür hinter dem Wasserfall? Ja, die ist neu, glaube ich. Die Rückbesinnung ist hier, zweifelsohne. Ich bin bereit für Ärger. Ich ziehe Ärger förmlich an, also sei wirklich bereit. Ich kenne da einen Kniff. Lass mich helfen. Ja, dann helf doch. Geh dann schon mal woanders hin. Ah Mist, da komme ich nicht durch. Die stehen da unten rum. Okay, vielleicht haben wir Glück. Sehr schön. Torvesaat hatte uns gewarnt, dass ihr kommt. Das Relikt, das er suchte, war nicht hier. Aber er ließ mich zurück. Dieser Kampf ist noch lange nicht vorbei. Folgt mir. Achtet darauf, wo ihr hintretet. Ja, wie folgt mir? Müssen wir den nicht erstmal kaputt machen? Ach, das ist Funke, die da noch... Ich dachte gerade, wo ist er denn jetzt hin? Die Befehle. Ich bin wohl nicht so unentdeckt, wie ich dachte. Ich bin wahrscheinlich aus der Übung. Was ist das da auf dem Boden? Darf ich jetzt lesen? Danke. Endegor, offenbar ist Azuras Relikt nicht mehr hier. Ich bin zugegebenermaßen ratlos. Es scheint vor Jahrhunderten entfernt worden zu sein.
Mir bleibt keine Zeit, die ich hierfür verschwenden könnte, also überlasse ich die Angelegenheit der Rückbesinnung. Untersucht den Schrein, taucht in die Geschichte des Ortes ein und findet heraus, wer die Lampe entwendet hat. Sagt Bescheid, wenn ihr etwas Nützliches herausfindet und bereitet euch vor. Moras Champions werden den Ort sicher bald finden. In der Zwischenzeit muss ich mich den anderen Relikten widmen. Torvesaat. Es sieht so aus, als hätten wir die Rückbesinnung gefunden. Oder zumindest einen Teil davon. Ich kannte Endegor nicht gut. Doch was ich von ihm wusste, gefiel mir nicht. Im besten Fall ein bigotter Radikaler. Ich bin überrascht, dass er überhaupt mit Leuten zusammenarbeitete, die keine Bosmer sind. Was steht in diesem Brief? Das sind Anweisungen für Endegor von Torvesaat. Darf ich? Das klärt die Frage, ob Torvesaat und die Rückbesinnung zusammenarbeiten. Es war kein Zufall, dass wir uns hier begegnet sind, meine Freundin. In der Notiz stand, Torvesaat sucht nach einem Relikt, nach einer Lampe. Der Brief deutet darauf hin, dass die Rückbesinnung sie noch nicht gefunden hat. Oder vielleicht gar keine Hinweise auf ihren Fundort kennt. Hätte sie diese, würde Endegor inzwischen irgendwo anders mit Torvesaat suchen. Ich frage mich, was mit der Lampe geschehen ist. Ich habe etwas, was es uns zeigen könnte. Seht ihr hier etwas Ungewöhnliches? Etwas Ungewöhnliches? Wollen wir einmal sehen. Ah, drüben beim Altar. Ist es das, was ihr sucht? Die Warnung des goldenen Auges war klar. Das Aliathe-Gewölbe ist nicht sicher. Die Lampe muss an einen anderen Ort. Doch wo könnten wir sie verstecken? Ich kenne eine Höhle im Norden. Die Lampe sollte dort sicher sein, wenn wir die passenden Zauber wirken. War das eine Erinnerung aus der meretischen Ära? Vergesst es. Wer ist diese Hochelfin? Ich bin Leramiel, kleiner Waldelf. Vermute ich nach der Erinnerung richtig, dass Torvesaat nicht fand, was er hier suchte? Ja, ich denke. Beziehungsweise steht ja auch drin. Moment, sprecht mit... Steht jetzt nicht, dass man mit ihr sprechen soll. Eine seltsame Vision. Sie sorgten sich um Aileiden, doch es gibt hier seit vielen, vielen Jahrhunderten keine Aileiden mehr. Da wir gerade von seltsamen Dingen sprechen, es sieht aus, als hätten wir eine neue Gefährtin hinzugewonnen. Ich vermute, ihr kennt diese Hochelfin? Das ist Leramiel, die Weise. Ich helfe ihr, nach Torvesaat zu suchen. Ich verstehe. Nun, da die Rückbesinnung für ihn zu arbeiten scheint, suche ich offenbar auch nach Torvesaat. In den Westauen treiben sich reichlich Leute von der Rückbesinnung herum. Ich treffe euch dort, falls euch alle anderen Spuren ausgehen sollten. Ich werde mich daran erinnern. Viel Glück, Beragon. Auch ich wünsche euch das Glück der Natur, meine Freundin. Ich habe das Gefühl, unsere Pfade werden sich wieder kreuzen. Sprechen wir, Entsandte. Verwunderlich. Hier war ein Relikt von Azura, eine Lampe. Ohne Zweifel fürchteten die Magier, die sie entfernten, dass die Alessianer diesen Ort plündern würden. Eine Erinnerung, die hier seit den frühen Tagen der ersten Ära bewahrt wurde. Ich frage mich, was Torvesaat mit dieser Lampe will. Wohin gehen wir jetzt? Hermeus Mora möchte, dass ihr diese Entscheidung ohne seine Anleitung trefft, Entsandte. Torvesaat störte das Schicksal an drei unterschiedlichen Orten. Der Wissende muss einen Grund haben, wenn er uns anweist, sie alle zu besuchen. Was meint ihr, was wir in Schnittermark finden werden? Ich bin mir nicht sicher. Zu Schnittermark gehören einige der ältesten Städte und Tempel der Khajiit. Sie hatten schon immer eine nuanciertere Sicht auf die dädrischen Mächte als andere Kulturen. Ich bin gespannt, was wir dort aufdecken werden. Wohlan, ich bin bereit, fortzufahren. Hervorragend. Im Interesse einer Beschleunigung unserer Untersuchung dieser Störungen während eine körperliche Translokation... Ich werde Portale öffnen, um uns etwas Zeit zu sparen. Wählt eines und ich folge nach. Naja, aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt eh schon gesagt habe, dass wir nach Schnittermark gehen, werden wir das natürlich auch tun. Oh, ich habe das Innere von ihr gesehen. Das war nicht so schön. Da wir jetzt allerdings die Folge natürlich schon ein bisschen länger haben, auch dem Umstand natürlich geschuldet, dass das ein etwas blöder Cut ist. Das war ein Versehen meinerseits.
mit dem Ende der letzten Folge werden wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dann sehen wir mindestens Schnittermark, vielleicht sogar beide, je nachdem wie lange es dauert, in der nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.